So, reise ich am Laufen, schwäche den Tüdel hier rum. Ich habe gerade mal versucht umzustellen, es bringt nichts. Also 30 FPS mit V-Sync an und so, das hat alles nicht funktioniert. Ich weiß, dass damals beim Original noch, da war Boston vor allen Dingen ganz schlimm. Und ich habe das Gefühl, dass die remasterte Version läuft momentan eigentlich schlechter. Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals belogen? Nein. Ich traue bloß den anderen nicht. Vertraue, mein Freund. Du wirst sehen. Seht an! Unser geschätzter Gast beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Geht besser wieder zurück in euer Quartier. Das Oberdeck ist kein Ort für Landratten. Das dachte ich auch. Und doch seid ihr hier. Ihr seid ein wahrer Spaßvogel, was? Mal sehen, wie lustig ihr das findet. Das reicht uns. Halt dich da raus! Ja. Okay. Hör dir das an. Schläge. Glaubt, er kann hier so rumstolzieren und sich zum Burgherren erklären. Bitte, Jungs, lass das sein. Wenn der Captain uns sieht... Zur Hölle mit dem Captain. Und zur Hölle mit dir, Mills. Auf wessen Seite stehst du überhaupt? So, ich bin... Ich bin bereit für die nächste Runde. Das wäre unklug. Wieso das? Glaubt ihr denn, ich hätte Angst? Ja. Etwa nicht. Die Stimme, Alter. Gebt ihr auf? Niemals! Wie gefällt euch das jetzt? Okay. Hat das zu bedeuten? Captain. Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway. Diese Miete. Wir haben nur etwas Sport gemacht zum Zeitvertreib, Captain. Und warum vertreibt ihr eure Zeit nicht mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumtollen bezahle. Auf ein Wort bitte, Mr. Kenway. Oh, fast vergessen. Da ist euer Messer. Ihr seid mir egal, Mr. Kenway. Ich hatte nur Ärger, seit ihr an Bord gekommen seid. Eure Probleme haben nichts mit mir zu tun. Und womit sonst, bitte? Ihr seid ein Stümper, launisch und grausam. Und offenbar hat eure Mannschaft keinen Respekt vor euch. Klare Ansage, würde ich sagen. Ich will nicht streiten. Eigentlich brauche ich Hilfe. Ja, das ist gut. Ich vermute, ein paar der Männer planen eine Meuterei. Wirklich? Welche Überraschung. Da ich keinem von ihnen trauen kann, muss ich mich wohl an euch wenden. Und warum sollte ich helfen? Wenn sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika lebend zu erreichen. Nun, wie sieht es aus? Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke. Aber ich stelle klar, wagt ihr noch einmal mich zu bedrohen oder zu beleidigen, zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Verstehen wir uns?
Exzellent. Guten Tag. Hat er eigentlich eben gerade daneben gegossen? So, 28. Tag der Überreise über den Atlantischen Ozean. Mr. Kenway. Captain. Was immer die planen. Ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Ach ja, sollten wir, glaube ich, ne? So, die Mannschaft sollen wir jetzt mal ein bisschen befragen. Beziehungsweise aushorchen. Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet für solchen Luxus. Es ist Unrecht, dass er sich Lamm und Wein gönnt, während wir nur Büchsenfisch und Zwieber kriegen. Jemand muss mal mit ihm reden. Mills hat's versucht. Der Captain wies ihn ab. Dann muss er's nochmal probieren. Mit mehr Nachdruck, wenn nötig. So. Du hast es dir doch nicht anders überlegt, oder? Ich weiß, dass es nötig ist, doch. Doch was? Ich habe Frau und zwei Töchter. Was, wenn es schief geht? Es ist niemand an Bord, der anderer Meinung wäre. Je länger wir warten, desto länger darben wir. Kommen wir hier lang? Hat immer seinen Hut auf. Ruhig! Da kommt er. Tut, als würdet ihr arbeiten. Nette Abreibung habt ihr Graves und Quill verpasst. Ich hatte keine Wahl. Ei. Hohlköpfe, und zwar beide. Wo sind meine Manieren? Louis Mills, sehr angenehm. Ethan Kenway. Also, sollte ich auf der Hut sein? Ich glaube, die haben ihre Lektion gelernt. Sonst sind sie nicht so. Ehrlich, nur die letzten paar Überfahrten waren halt etwas rau. Ach. Der Captain spart an jeder Ecke. Reduzierte Rationen, geringe Heuer, immer gefährlichere Fracht. Das hat die Crew aufgebracht. Gibt es denn Grund zur Sorge? Nicht, wenn ich's verhindern kann. Aber der Captain muss überdenken, wie er seine Männer behandelt. Mhm. Ich habe euch nichts zu sagen. Okay, so, der hat nichts zu sagen. Aber da ist noch einer, den wir befragen können, scheinbar. Oh, das muss erstmal alles wie ein Kopf, ne? Sucht ihr wieder Streit? Ist es das? Geht weg. Oh, jetzt aber. Ihr da. Ich habe ein paar Fragen. Freut mich. Hab aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smoothie oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Würde ich auch behaupten, ne? Was wäre denn jetzt am sinnvollsten? Nochmal wieder zum Heck? Ich glaube. Obwohl, ich laufe genau in die falsche Richtung. Ich gebe erst in ein paar Stunden wieder was. Ich hätte nur Schiffszwieback, falls ihr hungrig seid. Eigentlich habe ich eine Frage. Und welche? Hat sich einer der Männer vielleicht merkwürdig benommen? Oder etwas gesagt, was euch komisch vorgekommen ist?
Die Jungs heulen wegen den Rationen, als könnte ich daran irgendetwas ändern. Sonst habe ich nicht viel gehört. Mein Rat? Geht doch zu James. Der hört immer gerne zu. Und wo kann ich ihn finden? Direkt hinter euch sozusagen. Er sitzt dort auf diesem Fass. Können wir eigentlich noch mit dem Doktor sprechen? Nee, ne? Oh, schade, dass das nicht mehr geht. Das habe ich jetzt gedacht, das geht noch, aber nee, das geht nicht mehr. Okay. Seid ihr James? Hi. Kenway. Hey, them Kenway. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Das dachte ich mir, aber nicht hier. Folgt mir. Also, was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwant nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information. Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Wäre sinnvoll, ne? Mitten über den Atlantischen Ozean? So. Oh, mein Nase juckelt gerade. Momentchen, wie immer. Guten Abend, Sir. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich es mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Mehr nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da wirft jemand Ladung über Bord. Aber warum? Hallo, ich will gerne das Gespräch jetzt hier. Geht das nicht? Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet. Ruhig, da kommt er. Tut, als würden wir arbeiten. Mit wem können wir hier noch labern? Mit ihm oder was? Haben wir doch. Ich wollte immer ich glaube, in dem Original, da gab es so ein Gespräch, ne, dass man von außen so anhören konnte. Seltsam. Äußerst seltsam. Ich weiß noch nicht mal, wie ich da hingekommen bin. Ich konnte mich daran erinnern, dass es irgendwie ein Gespräch gab. Irgendwie am Heck.
Neuigkeiten? Jede Nacht dasselbe. Ich bewache ein Gebiet und sie werfen die Fässer von woanders ab. Ich muss ein zweites Paar Augen anheuern. Vielleicht James oder Mills. Warum machen die das? So wie ich das sehe, dienen die Fässer als Markierung. Sie legen eine Spur. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Verfolger... Schiff von Achtern! Sie geht in Schussposition! Auf die Posten, Männer! Macht die... Achtung! Alle runter! Das war ein Warnschuss. Sie wollen uns wohl nicht versenken, sondern lieber entern. Bemannt die Kanonen! Macht euch kampfbereit! Und ihr geht unter Deck! Warum? Ich kann helfen, das Schiff zu sichern. Wisst ihr denn, wie man auftakelt, eine Kanone lädt, eine Seeschlacht führt? Nein, das dachte ich mir. Nun geht in eure Kabine, oder muss ich euch bringen lassen. Das Ding ist, dass wir wissen, wie wir die Leute platt machen. Sichert die Luke! Hathan. Wart ihr schon an Deck? Ein Schiff nähert sich und will uns entern. Aber merkwürdig. Kein Anzeichen für Meuterei. Das ergibt keinen Sinn. Ah, tut es doch. Was meint ihr? Dachtet ihr, ihr könntet so leicht aus London entkommen nach eurem Attentat in der Oper? Dass wir es nicht bemerken? Dass wir euch nicht folgen? Ah, darum geht es hier also. Ergebt euch und ich garantiere, dass man euch ehrenvoll behandelt. Wenn ihr mich ehrenvoll behandeln wollt, gebt mir ein Schwert. Seid ihr sicher, dass ihr das Spiel so spielen wollt? Jetzt wird's lustig. So, Kampf geht. Sauber. Boah, ich bin gerade sehr, sehr konzentriert, merke ich. Ich sagte, ihr sollt unter Deck bleiben. Das habe ich auch getan. Nur, dass Mills mich dort erwartete. Er hat dieses Schiff hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Und was wollen die? Mich. Dann sollen sie euch haben. Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. Ihr wollt in einen Sturm hineinsegeln? Unsere einzige Chance. Das mache ich nicht. Dann tue ich's. Schon gut, schon gut. Dann hau rein da. Sauber. Sichern! Ich sagte, das ist Wahnsinn. Beruhigt euch! Ich werde mich darum kümmern. So. Immer noch, ich glaub's gar nicht. So, dann nächstes Mal, also zweites Mal.
So, das Beschädigte jetzt einmal auch reparieren. Soweit wie es noch was. Mehr Fahrt! Gebt mehr Segel! Tatum, ihr nehmt den Bockmast! James, übernimmt den Hauptmast! Oh, hoch da. So. Sein. Okay, sah aus wie gekonnt und nicht, aber wir machen das gleich nochmal.